Ja, hallo Leute, es wird Zeit mal wieder für ein neues Unboxing-Video von mir. Ich habe mich schon mal passend in Schale geschmissen. Und zwar dieses Mal brauche ich eigentlich gar nicht großartig ein Hack-Mack drum machen, was es ist. Denn wenn man aufs Datum guckt, weiß man es bereits, jetzt stimmt es endlich. Leute, Assassin's Creed 4, die Jackdaw wartet. Ich hoffe, ihr seid alle mit an Bord. Ich freue mich tierisch drauf. Ich hatte ja schon mal spaßeshalber beim Mario und Sonic 2014, also bei den Olympischen Winterspielen Sochi, spaßeshalber die Vorbestellerversion in die Kamera reingehalten. Jetzt ist es wirklich der Fall, jetzt haben wir es und es geht gleich auf jeden Fall direkt los. Ich bin happy, ich habe heute eine Zeit frei schaufeln können, das heißt, es geht gleich direkt los. Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich habe tierisch Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Es ist die Special-Version von Amazon, das heißt jetzt erstmal ganz normaler Umfang. CD, Booklets und so weiter, Hülle. Aber es sind ein paar kleinere Bonusinhalte dabei. Ich habe mir das noch nicht genauer angeguckt. Aber vor allen Dingen, oh, was haben wir denn hier Schönes, aber nicht viel Aufregendes, nehme ich mal an. Ja, das übliche. Clubkarte, Booklets, das übliche. Aber was ich euch definitiv noch in die Kamera halten muss, ich habe mir die Vorbestellerversion geholt. Zum einen gab es dann hier diese Vorbestellerbox und was hier drauf steht, es gibt vier Sachen, die diese Version freischaltet und diese vier Sachen sind auf einer Karte eingezeichnet. Ich hoffe sehr, dass wenn man diesen Code eingibt auf Uplay oder wo auch immer, dass man dann tatsächlich an diese Orte reisen kann. Da ist sie. Das war in dieser Version mit dabei. Dickes Papier, fühlt sich recht wertig an, geht jetzt nicht sofort kaputt, ist jetzt aber auch nicht irgendwie eine Stoffkarte oder sowas. Aber trotzdem recht hübsch und wir sehen es vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das dann erkennen könnt, kleine rote Kreuze eingezeichnet. Das sind genau vier Stück und es sind auch vier Dinge, die man da bekommen kann. Ich glaube irgendwie einen besonderen Säbel, ein besonderes Steuerrad für die Jackdaw und was war es noch? Mehrspielerkostüm, Schatzjäger und Mehrspielerrelikt. Genau, was auch immer das heißt, das weiß ich auch noch nicht. So, und noch eins, Mensch, ich weiß ja gar nicht, wo ich am Ende die Spiele-CD reinpacke. Hier dieses schöne Steelcase war noch dabei, also das ist, ja, fühlt sich metallern an. Was jetzt genau drin ist, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Das heißt, hier könnte man die Disc auch reinklippen und ich denke mal eigentlich, das ist die hübscheste Wahl, oder? Ne? Hinten drauf richtig schön groß, unsere Jackdaw, vorne Edward. Und da ist es, Leute, und gleich geht's los. In diesem Sinne würde ich sagen, genug gequatscht für den Moment. Ich schmeiß das Spiel jetzt in die Konsole und ich hoffe, ihr seid gleich mit dabei. Oder was heißt gleich? Ich denke, später Nachmittag, früher Abend wird es werden, aber dann geht's auf jeden Fall los. Also bis dahin, Leute, ich freue mich drauf. Ciao.